Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir machen heute zusammen ein Unboxing, weil ich habe darauf geachtet, nicht mehr mit DPD zu bestellen. Wer das Video gesehen hat, weiß Bescheid. Wir unboxen ein Paket von Maciak Offroad. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Viel Spaß dabei. Aber was wir als erstes natürlich brauchen, boah, hier ist ein Chaos, Leute, ich kann es euch gar nicht sagen. Was wir als erstes brauchen, ist natürlich ein Kaffee. Ne? Ganz klare Sache, Kaffee muss sein. Yo, ich habe endlich Knieschoner bekommen, nachdem das mit DPD über Amazon, über irgendeinem anderen Shop, Bikebox hieß der, glaube ich, nicht funktioniert hat, habe ich dann gesucht und gefunden. Maciak Offroad. Und dort habe ich dann bestellt. Das ging jetzt mega schnell. Habe mich darauf verlassen, dass DHL seinen Job gut macht, weil ich da bisher immer gute Erfahrungen hatte. Und ja, so ist es dann auch gewesen. So. Rücksendeformular, schon mal sehr schön. Mit einem Retoursticker, auch sehr schön, viel einfacher dann vieles. Werbung, der Geschmack, für den Moment Pfefferminz, ich mag gar kein Pfefferminz. O'Neill Protection Freeride, die habe ich mir gegönnt. Die schauen wir uns als erstes jetzt einmal an. Ich wollte gerade Messer hingetan. Ja, wie mache ich den jetzt am besten? Ja, also Knieschoner ist so das Mindeste. Neben Helm natürlich. Ich habe aber noch keinen passenden Rückenprotektor gefunden, der mir gefällt. Wenn ihr da Tipps habt, schreibt gerne mal in die Kommentare. Es sollte so Preis-Leistung jetzt nicht so überkrass sein, ne? Weil ich muss ein bisschen Geld sparen während Corona. Anleitungen, sign up to win. So, ich habe extra Größe L bestellt. Oh, ich bin so ein Trottel, Leute. Guckt mal, hier ist so ein Ding zum Öffnen drin. Richtig dumm. Ah, krass, also sie sind auf jeden Fall härter als ich dachte. Aber gut, dann auch vielleicht ein bisschen mehr Schutz. Und was ich bestellt habe, ist so ein Shirt, weil mir gehen so langsam die Klamotten aus und ich habe keinen Bock, alle meine guten Klamotten fürs Biken zu tragen. Und dieses Jersey hier hat noch eingenähte Protektoren in den Ellbogen. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt. Na gut, es ist ein kleines Polster. Es ist nichts Wildes. Bei dem Shop hier konnte man auch noch hinten hier drunter etwas drunter schreiben lassen. Hätte ich gerne gemacht, aber das kostet etwa 23 Euro Aufpreis. Fand ich ein bisschen viel. Und ich habe L genommen. Ich bin jetzt gespannt, ob das passt, Leute. Den Arm auf jeden Fall. Ja, man hat halt einen kleinen Mini-Protektor hier. Der ist echt mini, aber besser als nichts. Aber ich glaube, das ersetzt keinen richtigen Protektor. Aber dafür würde ich sagen, gehen wir eine Runde fahren. Wir haben geiles Wetter und ich packe jetzt meine Sachen. Ich habe nicht viel Zeit, maximal eine Stunde oder so, aber ich habe Bock und ich nehme euch mit. Bis gleich auf der GoPro. Ich habe die Dinger jetzt mal angezogen. Wo ist links und rechts? Richtig dumme Frage, aber man spürt die Protektoren definitiv. Also es ist nicht so, als ob man sie null fühlt. Aber ich habe das Gefühl, die Protektoren sind noch was dicker als viele andere, die ich so gefunden habe. Naja, mal gucken, ob es unter die Hose passt. Unter die Hose war gar kein Problem. Ich dachte nur, bei einer dünnen Hose ist vielleicht... Hinten habe ich ein bisschen Angst, dass es ein bisschen scheuert. Also auf langen Touren sind die vielleicht nicht zu gebrauchen. Aber auf jeden Fall für so Bikepark-Sachen sind die nicht schlecht. Und für Trails, wo man mehr Downhill statt Uphill fährt oder so, ist das mit Sicherheit gut. Also diese Jerseys feiere ich schon hart. Also finde ich richtig, richtig cool. Trägt sich übelst angenehm. Und ich mag die einfach vom Design. Ne? Der Stoff ist übelst nice. Dann, was mir auch gefällt, die sind richtig lang hinten. Und das finde ich halt richtig gut, dass die schön lang sind. Weil wenn die irgendwie zu kurz sind, ich hasse das, wenn das hier irgendwie dann aus der Hose rutscht, wenn es kalt ist oder so. Ne? Also deswegen. Und Armlänge passt auch gut. Hier sieht man übrigens diese Rückenprotektoren so ein bisschen. Das ist wirklich nur ein klein bisschen halt so eingenäht, ne? Und so ein kleiner Polster. Aber ich glaube, das ersetzt auf keinen Fall
einen echten Rückenprotektor, Ellbogenprotektor. Rückenprotektor sowieso nicht, brauche ich auch dringend noch. Das heißt, alle Empfehlungen für Rückenprotektoren bitte in die Beschreibung, in die Kommentare. Ich glaube, der Amazon-Auto fährt weg gleich. Wie geht ab denn das, Steve? Sieht ja richtig cool aus. Ich hab schon nach Fox geguckt. Der ist aus wie ein Pro, ne? Ja. Aber ich hab O'Neill-Sponsor. Alles O'Neill. Aber der letzte ist doch immer okay, oder? Es ging beide voll klar. Ich glaube, ich will den dritten aufprobieren. Schon wieder Pedale verloren, Alter. Also mit den Knieschonern bin ich mega zufrieden. Das Shirt ist auch angenehm, aber ich muss sagen, ich hätte darunter nichts anziehen dürfen. Vielleicht sehe ich das da drunter noch aus, aber mal sehen. Mir fehlt noch ein letzter Sprung für die Leinen hier und oben der große Drop mit dem Baumstamm. Und dann habe ich es aber geschafft. Also Ziel schon fast erreicht für heute. Vielleicht fahre ich mit Steve die Abfahrt, die ich letztes Mal gefunden habe. Mal gucken. So ganz zum Schluss, ganz oben. Ciao, ciao. Yo, das war's auch schon mit dem Video für heute. Ich muss sagen, die Knieprotektoren haben mich positiv überrascht. Ich dachte zuerst, als ich sie das erste Mal in der Hand hatte, dass sie mich extrem stören würden unter der Hose. Aber nein, sie stören mich nicht und es ist echt angenehm. Ich habe echt ein gutes Gefühl, dass ich sie sogar länger tragen könnte als nur irgendwie ein, zwei Stunden. Und auch heute der Tag, auch wenn es nur kurz war,
hat einfach wieder viele, viele Fortschritte gebracht. Und es hat einfach mega Bock gemacht, bei dem Wetter draußen zu sein. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Es soll ja jetzt die Tage ein paar Mal regnen. Und ich habe eigentlich ehrlich gesagt schon gar keine Lust mehr, im Matsch zu fahren. Aber das wird wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal vorkommen. Wenn du bis zum Schluss dran geblieben bist, vielen lieben Dank dafür. Und schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du einen Rückenprotektor empfehlen kannst. Ich brauche dringend einen und es wird einfach langsam Zeit, bevor es dann in Bikeparks geht, dass ich halt wirklich einen Rückenprotektor habe. Lass mir gerne ein Abo da, wenn du noch nicht abonniert hast. Und wir sehen uns in einem nächsten Video bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.